Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Familie, was uns eint, was uns entzweit, das ist unser Thema heute. Und ich freue mich hier im Alten E-Werk in Baden-Baden auf folgende Gäste. Katja Westphal stand mitten im Leben, als sie eine seltene Erkrankung von heute auf morgen vollständig lähmte. Ihr Kampf zurück ins Leben brachte sie ihrem Bruder unverhofft näher, trennte sie jedoch von ihrem Partner. Christian Rappe musste hilflos zusehen, als sein Sohn sich immer weiter radikalisierte und sich schließlich dem IS in Syrien anschloss. Alle Versuche, ihn nach Hause zu holen, blieben erfolglos. Janina Michalke lernte ihren berühmten Vater, den Boxer Graziano Rocchiciani, erst mit 12 Jahren kennen. Es folgten Aufs und Abs ihrer Beziehung, auch geprägt von den Alkoholexzessen ihres Vaters, die ihn 2018 sogar das Leben kosteten. Auch Markus Malcher hätte seinen Vater gerne kennengelernt, doch erst nach dessen Tod erfuhr er von ihm. Trotzdem machte er sich auf Spurensuche nach seinen afrikanischen Wurzeln und spürt heute eine starke Verbindung. Lange lebte Elke Sola in einer glücklichen Großfamilie. Besonders nah fühlte sie sich ihrer Tochter Sarah, bis Sarah sich völlig überraschend mit nur 26 Jahren das Leben nahm und eine große Lücke in die Familie riss. Für den Psychotherapeuten Matthias Jung spielen sich familiäre Verbindungen immer zwischen den beiden Polen Nähe und Distanz ab. Dabei sagt er, ein gewisses Maß von beidem braucht es zwingend in jeder Beziehung. Frau Westphal, Sie haben 2 Kinder, einen Jungen, ein Mädchen, Oskar und Käthe, richtig? Mhm. Richtig. Die sind geboren 2010 und 2016. Seit 2007 waren Sie schon mit Ihrem Mann zusammen. Sie haben gearbeitet in einer Rechtsanwaltskanzlei. Es war August. Ihre Tochter, Ihre kleine Tochter, war gerade mal 4 Monate alt, als plötzlich was passiert ist. Erzählen Sie mal. Ja, also ich kriegte im Sommer, wir standen kurz vorm Urlaub, kriegte ich eine Lungenentzündung, was ich zunächst gar nicht wusste. Also ich hatte starken Husten und habe gedacht, ich habe eine klassische Erkältung oder Sommergrippe. Und mein Zustand verschlechterte sich aber von Tag zu Tag. Und dann merkte ich so, ich möchte mal sagen, nach einer Woche ungefähr auch, dass sich zu dem Husten eben auch das Sprachbild schon verändert hat. Man hat sich irgendwie nichts Schlimmes bei gedacht. Und dann war es am Sonntag, ich glaube, das war der 21. August genau, so schlimm, dass ich kaum noch atmen konnte. Und ich hatte das Gefühl, jetzt ist es besser, ins Krankenhaus zu gehen, sonst könnte ich die Nacht vielleicht nicht überleben. Hatten Sie denn irgendeine Erklärung, was das sein kann? Nein, also ich habe wirklich tatsächlich naiverweise gedacht, ich habe einfach nur extrem starken Husten, eine Bronchitis oder... Und deswegen können Sie halt gerade nicht mehr so sprechen oder so. Sie hatten ja auch das Guillain-Barré-Syndrom. Ja. Was heißt das, wenn Sie uns das jetzt mal erklären? Ja, also das ist eine äußerst seltene Autoimmunerkrankung. Also es handelt sich um eine akute neurologische Erkrankung, bei der das periphere Nervensystem entzündliche Veränderungen zeigt. Und insbesondere sind die aus dem Rückenmark hervortretenden Nervenwurzeln betroffen, die dann letztendlich zu diesen Lähmungserscheinungen führen. Und es ist so, das beginnt in den Füßen, geht dann rauf in die Beine, Oberkörper, Arme, bis hin zum Kopf und eben starke Koordinationsstörungen, die auch tatsächlich bis heute noch erhalten geblieben sind. Als Sie dann gemerkt haben, oh, hier passiert was, hier wird auf alles auf einmal ganz schnell dafür gesorgt, dass hier auch was mit mir passiert, haben Sie da auch an Ihre Kinder gedacht, auch an Ihre kleine Tochter gedacht? Ja, nur. Also nur. Mhm. Also vor allen Dingen an die Kleine, weil sie eben im Grunde komplett auf mich noch angewiesen war, dadurch, dass ich eben voll gestillt habe. Erstmal war das sogar für mich das Wichtigste, weiterstillen zu können. Ich habe gar nicht begriffen, dass es jetzt extrem gefährlich gerade genau. Und ich merkte, dass in der 3. Nacht im Krankenhaus bin ich aufgewacht und merkte dann in der Nacht, dass ich ein leichtes Kribbeln, möchte ich mal sagen, in den Füßen verspürt habe. Es fühlte sich zunächst an wie ein Einschlafen der Füße. Und habe dann die Schwester gerufen und der das geschildert, dass ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Und da sagte die Nachtschwester zu mir, das könnte manchmal durch das Antibiotikum sein, das würde sich wieder legen. Und als ich dann morgens aufgewacht bin im Krankenhaus, bin ich zur Toilette, merkte aber schon, dass ich mich irgendwie sehr merkwürdig
bewege. Also die Arme, die Beine, also es fühlte sich an, wie, als wenn ich an einer Marionette hänge. Also so die Bewegungen waren unbeschreiblich komisch. Und dann habe ich mich aber noch alleine ins Badezimmer tragen können und sah dann im Spiegel, dass mein linkes Auge runterhing. Und da habe ich zunächst wirklich einen großen Schreck bekommen und gedacht, jetzt hätte ich einen Schlaganfall. Sie lagen dann 4 Wochen im Koma. Man hat Sie zwar immer wieder kurz rausgeholt, um zu gucken, was ist mit dem Herz, was ist mit der Lunge. Haben Sie an diese Zeit eigentlich irgendwelche Erinnerungen? Ja, durchaus. Mhm. An was erinnern Sie denn da? Im Nachgang sagte mir auch die Ärztin der Intensivstation, dass man mir auch tatsächlich sehr hohe Dosierungen geben musste, damit ich überhaupt richtig weg bin. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mitbekommen. Haben Sie mitbekommen, wenn da Menschen an Ihrem Bett waren? Also auch mitgekriegt werden? Ja, genau. Aber es sind, ich kann teilweise sagen, was real war. Mhm. Und teilweise habe ich mir auch diese Dinge vorgestellt. Also, und das nimmt man dann so wahr im Koma. Aber am Anfang habe ich das sehr bewusst noch wahrgenommen. Also vor allen Dingen in der ersten Nacht, bevor ich ins künstliche Koma verlegt worden bin, hat mein Bruder bei mir übernachtet. Und an die Nacht kann ich mich noch sehr gut erinnern. Nicht an die ganze Nacht, aber doch auch an die Gespräche und ja. Hatten Sie eigentlich in diesem Zustand Angst zu sterben? Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht unbedingt, weil mir das Ausmaß dieser Erkrankung ja gar nicht bewusst war. Mhm. Also ich habe diesen Begriff gehört, aber ich wusste überhaupt gar nichts mit dieser Erkrankung anzufangen, so wie die meisten Menschen. Also es ist eigentlich egal, mit wem man drüber spricht, keiner kennt diese Erkrankung. Und später dann? Also als Sie gemerkt haben, um was es ging und welche Dimension diese Krankheit hat? Ja, da hat man durchweg Todesängste. Mhm. Vor allen Dingen immer diese Erstickungsangst. Mhm. Dadurch, dass ich ja die Lungenentzündung hatte, die musste auch noch sozusagen erstmal rausgeheilt werden, damit man auch sozusagen den Rest der Erkrankung angehen kann, hatte ich ja in beiden Lungenflügeln extrem viel Sekret, was raus muss und auch raus will. Und wenn man beatmet wird, und ich wurde nun intubiert über einige Wochen, bis dann der Luftröhrenschnitt gesetzt worden ist, kommt natürlich dieses Sekret immer hoch und durch alle Öffnungen durch. Und dann hat man immer ein Gefühl von Erstickungsangst, immer, permanent. Und dieses Absaugen ist im Grunde genommen minütlich erforderlich, um tatsächlich die Atemwege immer frei zu halten. Ihr Bruder, haben Sie gesagt, war schon mal da, auch in der ersten Nacht. Wie wichtig war er in dieser Zeit? Sehr wichtig. Also das Allerwichtigste war für mich wirklich, dass jemand bei mir ist, weil ich dann immer das Gefühl von extremer Sicherheit hatte. Also ich wusste immer, wenn jemand an meinem Bett ist, egal ob er redet oder nicht, dann hatte ich immer das Gefühl, es passt jemand auf mich auf und ich kann nicht sterben. Denn ich war ja sehr schnell nicht mehr in der Lage, mich irgendwie bemerkbar zu machen. Ich war nicht mal imstande, die Notklingel zu drücken. Auch das haben Sie erst viel später mitbekommen, dass ich nicht mal mehr die Kraft hatte, um die Notklingel, die im Bett lag, zu drücken. Wie eng war denn eigentlich vorher Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder? Also nicht ganz so eng. Normal, würde ich sagen. Jeder ist dann so auch nach der Schulzeit seinen Weg gegangen und man hat sich ab und zu getroffen und telefoniert. Aber es war jetzt nicht so intensiv in der Zeit. Kommt das häufiger vor, dass Menschen aus der Familie in Krisen auf einmal wichtiger werden als vorher? Ja, da wird oft etwas vitalisiert. Im Rheinland gibt es den schönen Spruch, Geschwister jagen sich bis zum Rhein, aber sie schmeißen sich nicht hinein. Also bei aller Rivalität, die da war, wenn es ernst wird, kommt eine positive Wagenberg-Haltung. Jetzt halten wir zusammen und da entdecken sie auch ihre Liebe. Wie war das denn? Als Ihre Kinder, als Sie die zum ersten Mal wiedergesehen haben? Ja, da habe ich sehr lange drauf hingefiebert. Ne? Mhm. Das war im Grunde genommen auch so das, was ich die ganze Zeit vor Augen hatte. Wann sehe ich endlich meine Kinder wieder? Ja. Und ich wusste ja auch gar nicht, wie sich wie Käthe sich in der Zeit verändert hat. Denn sie war ja noch ein Säugling. Und als ich sie dann gesehen habe, da hatte sie dann schon die ersten Zähnchen unten. Und es war natürlich auch deutlich größer. Ja. Es war, als wenn man mir ein fremdes Kind überreicht hat. Ne? Und klar, und die Erinnerungen an Oscar waren natürlich enorm, weil ich mit ihm schon 6 Jahre verbracht habe. Ne? Also hatte ich große Erinnerungen. Sie waren im Krankenhaus von August bis März. Zwischendurch waren Sie aber zu Weihnachten schon mal kurz wieder zu Hause. Mhm. Wie war dieses Weihnachtsfest für Sie?
Wir reden ja über Familie. Ja. Das ist ja so ein Fest, wo man normalerweise auch zusammen ist dann. Schlimm. Schlimm, weil? Weil dieser Zustand, diese Aussichtslosigkeit, ne? Was soll das alles, wo soll die Reise hingehen? Was wird das, wird man überhaupt wieder, dazu muss man sagen, ich bin zwar zu Hause gewesen, aber ich war eigentlich wirklich nur anwesend, da ich zu dem Zeitpunkt wirklich noch gar nichts konnte. Also das Einzige, was ich konnte, war sitzen dann und sprechen. Aber ich konnte mir weder eine Flasche selbst aufdrehen, noch mir irgendwie selber was zu essen machen. Ja. Also ich musste vollständig versorgt werden, ne? Gewaschen, gepflegt, angezogen, ins Bett getragen werden. Und die Vorstellung, also ich bin sowieso jemand, der immer sehr vorausschauend durchs Leben geht, das hat mich alles sehr unbefriedigt. Ne? Und dass ich eben als Mutter auch nicht da sein kann, für meine Kinder und vor allen Dingen auch für den Säugling. Ja. Irgendwann waren Sie dann ja zu Hause, aber Sie brauchten ja weiter Hilfe. Sie waren ja nicht die Mutter, die Sie davor waren. Wie sind Ihre Kinder damit klargekommen, mit dieser neuen Situation? Nach 6 Monaten Mama wieder da, aber irgendwie anders? Und wie ist Ihr Mann damit klargekommen? Also die Kinder, muss ich sagen, haben das super gemacht. Also erstaunlich gut. Die waren trotz der Situation fröhlich und irgendwie auch gut gestimmt. Aber am Anfang war es tatsächlich so, dass ich wie ein Fremdkörper eigentlich zu Hause war. Ne? Also ich habe das auch bei Käthe so wahrgenommen. Die hat mich dann immer mal beäugt, so nach dem Motto, wer bist du jetzt? Kommst du jetzt häufiger? Ne? Und ja, wir wohnen hier. Nett, dass du da bist, so. Aber mehr war dann auch nicht, mehr weil ich mit ihr auch Besucher nichts... Immer. Genau, also ich konnte ja mit ihr auch wirklich noch gar nichts machen. Ich konnte sie nicht mal alleine eigenständig auf den Arm nehmen, weil einfach die Kraft noch nicht da war. Und Oskar und Ihr Mann? Ganz anders. Mein Mann ist zu dem Zeitpunkt, das muss man sagen, eigentlich ist er die ganze Zeit mit der Situation völlig überfordert gewesen. Mhm. Und er war es eigentlich gewohnt, dass ich zu Hause den Haushalt gemacht habe, mich um die Kinder gekümmert habe, war dann auch berufstätig. Und er war so ein bisschen außen vor, in der häuslichen Rolle, sag ich jetzt mal. Und nun musste er auf einmal, wirklich von einem auf den nächsten Tag, diese Rolle auch erfüllen. Das heißt, auch er musste dann eben das Baby versorgen, Oskar in den Kindergarten bringen. Und dann kam ich auch noch dazu. Und ich hatte dann ziemlich schnell das Gefühl, ich war extrem Ballast. In welchen Situationen hatten Sie dieses Gefühl, Ballast zu sein? Ja, also ich musste natürlich immer um Hilfe bitten, egal was es war. Ja, man will einfach nur was trinken. Ne? Man muss immer fragen, kannst du mir bitte was zu trinken geben? Kannst du mir bitte was zu essen machen? Kannst du mir helfen? Kannst du mir mein Brot schneiden? Man hat immer das Gefühl, man muss fragen. Und wenn derjenige aber sowieso schon total überfordert ist mit der Situation, was mache ich jetzt eigentlich zuerst? Also das Gefühl, Sie nerven jetzt genau, mit diesen Fragen. Genau, ja. Jetzt komme ich und will noch. Genau. Und ist das dann auch mal eskaliert oder gab es Situationen, die Ihnen noch... Also es sind dann auch sehr unschöne Sachen gesagt worden. Und also er hat mir auch wirklich das Gefühl gegeben, so... Wie soll ich sagen? Also es waren so banale Dinge, ja. Also ich hatte einfach den Wunsch, Haare waschen war jetzt nicht so oft erforderlich. Aber man hat ja trotzdem irgendwie das Gefühl, man will dann zumindest die Haare zusammen gemacht bekommen. Und dann war es ihm schon so viel, meinen Zopf zu machen. Da war dann sein Vorschlag, wir könnten auch einfach zum Friseur gehen und die Haare abschneiden. Das wäre einfacher oder ja so. Und dann habe ich natürlich innerlich auch so das Gefühl bekommen, lieber weniger fragen und weniger behelligen. Was hat das mit Ihrer Liebe gemacht? Letztendlich hat es zu der Trennung geführt, das muss man sagen. Weil man natürlich das Gefühl hat, man ist all die Jahre, hat man sich um alle gekümmert, liebevoll sich aufgeopfert. Und nun kommt man in so eine Situation, wo man eben auf fremde Hilfe angewiesen ist. Und es ging einfach faktisch nun mal nicht anders. Und dann kriegt man so eine Form entgegengebracht. Ne? Ist Ihnen die Trennung trotzdem schwer gefallen? Also auch mit dem Gedanken, jetzt habe ich 2 Kinder, ich brauche ja eigentlich noch Hilfe, dann so einen Schritt zu gehen? Ja, also natürlich, dass so eine Entscheidung in so einer Situation trifft man nicht, ohne sich darüber ausgiebig Gedanken zu machen. Das begann aber im Grunde genommen schon im Krankenhaus, auf der Reha. Man hat da ja sehr, sehr viel Zeit. Und das begann auch übrigens schon in der Koma-Phase, dass man sich ja komplett mit dieser Situation auseinandersetzt. Und wo soll die Reise hingehen? Wie wird das mal?
Und auch da merkte man schon in der Krankenhausphase, dass wir nicht miteinander im Team gearbeitet haben, sondern wir haben letztendlich eigentlich immer parallel gearbeitet und auch teilweise gegeneinander. Unser Thema ist ja heute Familie, was uns eint, was uns entzweit. Warum ist es so, dass Beziehungen solch einer Krise oft auch nicht standhalten? Die chronisch oder länger anhaltende Krankheit eines Partners stellt eine enorme Belastungsprobe für die Situation zusammen. Sie kann zusammen schmieden, sie kann aber auch trennen. Was so meine Überlegung war, ob ihr Mann in der Situation nicht auch seinerseits Hilfe gebraucht hätte. Ja. Partner sind oft überfordert. Die wandern zwischen Skylla und Charybdis. Die eine Klippe ist die Überforderung, sich vollkommen selber aufzugeben, etwa beim depressiven Partner, beim dementen Partner, bei einem schwer verletzten Partner. Die andere ist, überfordert zu sein und irgendwann mal zu gehen. Der hätte, vermute ich, unendlich gut gewesen. Der hätte mal ein bisschen therapeutische Hilfe bekommen. Und um auch zu sehen, was brauche ich noch für mich in dieser Belastungszeit. Sie wollten was sagen. Ja, aber so richtig wollte er auch keine Hilfe annehmen. Also es war ja schon auch so, dass die Familie sich ja immer angeboten hat, ja, ihn auch unter die Arme zu greifen. Er hat das aber gar nicht gesehen und ich habe auch das Gefühl, nicht sehen wollen. Er hat es dann eher so für sich interpretiert, als wenn ihm niemand helfen will, weil nicht jeden Tag jemand angerufen hat und gefragt hat, was kann ich tun. Aber ich meine, man muss in so einer Situation auch proaktiv sein und auf die Menschen zugehen und sagen, ich brauche dich, kannst du heute Nachmittag kommen? Ja. Mal die Wäsche waschen oder zusammenlegen oder mal einkaufen gehen. Man kann nicht die ganze Zeit erwarten, dass die Familie jeden Tag alle zwei Stunden anruft und fragt, was kann ich jetzt für dich tun? Ne? Wie geht es Ihnen denn heute? Auch gesundheitlich und körperlich, aber auch mit der Familie? Also natürlich deutlich besser. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Also es ist tatsächlich so, dass, wie es bei der Erkrankung vor allen Dingen bei denen, die sehr schwer betroffen waren, immer Behinderungen zurückbleiben. Das ist auch bei mir der Fall. Also ich weiß, wo meine Schwachpunkte liegen, aber ich kann da ganz gut mit leben. Man hat natürlich auch für viele Dinge seine Strategien entwickelt, um Dinge auch zu verbergen oder eben auch mit Dingen anders umzugehen und damit zu leben. Wie eng sind Sie mit Ihren Kindern? Also am Anfang haben Sie gesagt, waren Sie noch so ein bisschen Besucherin. Ja. Wie hat sich das Familienleben mit Ihren Kindern weiterentwickelt? Das hat sich alles wieder normalisiert und mittlerweile sind Kate und ich auch wieder ein Herz und eine Seele. Sie kann sich auch wirklich an nichts erinnern. Für sie ist das nie passiert und das ist schön auch für mich, das so zu spüren. Hat sich denn Ihr Blick aufs Leben in irgendeiner Form verändert? Ja, massiv. Inwiefern? In vielerlei Hinsicht. Ne? Man hat einerseits das Gefühl, man ist aufgrund der Erfahrung, die man damit gemacht hat und der extremen Situation enorm über sich hinausgewachsen. Und eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, es kann nichts kommen, was einen noch mal so umhaut. Ja. Ja? Ja. Also Krankheit enthält natürlich auch eine Botschaft, auch die einfache Botschaft, lebe, lebe. Aber Frau Westphal, erstmal Respekt dafür, wie Sie mit all dem umgegangen sind, wie Sie auch immer noch damit umgehen. Und ich glaube, wir können nur hoffen, dass die Zukunft das für Sie bereithält, was Sie sich wünschen. Und vielen Dank dafür. Was für eine Tapferkeit. Ja. Herr Rappe, kommen wir zu Ihnen. Ihr Sohn hat 2014 mit 18 Jahren sich dem IS angeschlossen. Das ist ja etwas, was, glaube ich, viele Eltern, ich glaube, hier sitzen viele auch in der Runde, sich gar nicht vorstellen wollen. Sie stammen aus Bochum. Sie haben mit Ihrer damaligen Frau und mit Ihrem Sohn Marvin auch in Bochum erstmal gelebt. Was war er für ein Junge? Wofür konnte er sich begeistern? Ja, eigentlich ein ganz normaler, sportbegeisterter Junge gewesen. Total aufgeschlossen, hatte einen super Freundeskreis, den ich bis heute auch noch kenne. Hat also ein ganz normales Leben geführt, wie so ein Jugendlicher halt eben sein Leben lebt. Ne? Und hat sehr, sehr viel Sport getrieben, Fitnessstudio, Fußball. Ne, wir sind im Sport gemacht, im Urlaub, im Boot, Jetski gefahren oder solche Sachen. Also es war ja dann auch so, Sie und Ihre Frau haben sich erst mal scheiden lassen. Da war Marvin 9. Da hat er auch zuerst bei seiner Mutter gelebt. Genau. Dann haben Sie aber auch eine andere Frau kennengelernt. Ja. Er ist dann zu Ihnen gezogen. Genau. Diese Frau hatte vorher schon auch zwei Töchter. Sind dann alle zusammen bei Ihren Eltern zusammengezogen. Wie hat sich das Familienleben da entwickelt für Sie?
Ja, wir waren also eigentlich eine glückliche Familie, wo halt eben Marvin natürlich war jetzt natürlich ein Einzelkind, musste natürlich jetzt auch erstmal mit den anderen zwei Mädels auch erstmal klarkommen. Ist natürlich auch in dem Alter dann auch nicht ganz so einfach, ja. Aber das hat sich nachher alles wirklich super, super, super eingespielt. Also die haben sich gefunden. Und das waren also so wie Schwester und Bruder dann nachher gewesen. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Hätten Sie sich denn vorstellen können, dass er ihn irgendwie mal entgleitet oder sich ganz anders entwickelt? Nein, das, konnte sich eigentlich keiner oder hat sich vorstellen können, ja. Dass das passiert ist, was da passiert ist. Ne? Ende 2013 hat Marvin dann angefangen, sich für den Islam zu interessieren. Ist dann auch konvertiert. Haben Sie da was von mitbekommen eigentlich? Ja, ich sag mal so, man hat das so am Rande dann. Ne? Also man hat dann nicht mehr so gegessen, wie er davor halt eben gegessen hat. War halt eben so, seine Art hat sich halt eben verändert. Ne? Früher mussten es immer die neuesten Turnschuhe sein. Auf einmal waren solche Sachen alles nebensächlich. Ne? Und er hat dann halt eben, er hatte einen Fernseher, gab eine Stereoanlage, die hat er dann verkauft, hat das Geld gespendet für Brunnen in Afrika. Also von der ganzen Einstellung so von ihm, also hat sich das Wesen so ein bisschen verändert, was ich eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich erstmal positiv fand, ne? Für so einen jungen Menschen, ne? Der sich ja auch erstmal irgendwo finden muss. Ne? An seinem 18. Geburtstag haben Sie ihn dann auch noch mal direkt angesprochen, warum er denn konvertiert ist. Was hat er da gesagt? Ja, er sagte also so zu mir, der Islam würde ihn andere Wege zeigen als unsere Religion halt eben. Ne? Wo wir jetzt auch nicht streng gläubig waren. Ne? Wir sind immer Weihnachten in die Kirche gegangen oder solche Sachen. Aber er sagt halt eben, da hat er irgendwo Halt drin gefunden, der ihm wohl woanders dann fehlte. Sie sind ja auch, um zu wissen, wo Ihr Sohn die Zeit verbringt, mit ihm auch in eine Moschee gegangen in Dortmund. Genau. Was hatten Sie da für einen Eindruck? Hatten Sie den Eindruck, er hat da was gefunden oder was war? Ja, der Grund war halt eben, ich habe ja da auch verschiedene muslimische Freunde auch gehabt. Mhm. Und Marvin war halt eben in diesem Bereich, wenn ja zum Beispiel Ramadan waren, ist er nie, wenn man in Dortmund ist immer so ein großes Straßenfest, so ein Ramadanfest. Ich sag, gehst du dahin? Nee, sagt er, da gehe ich nicht hin. Das ist nicht das Richtige. Sondern er ist in eine Moschee in der Dortmunder Nordstadt gegangen. Und das kam mir halt eben so ein bisschen merkwürdig vor. Mhm. Als ich dann mit den anderen gesprochen habe, ja, was kann da passieren? Und dann hatten die auch wieder sich mit ihm unterhalten. Und die meinten aber, es wäre noch alles normal. Ne? Aber es war halt eben dann die Richtung, dass es halt eben zum Salafismus ging. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich mir die Moschee dann in der Dortmunder Nordstadt angeguckt. Was heißt Moschee? Das war ein Kulturverein, ne? Also ein islamischer Kulturverein. Und da hat er also viel Zeit verbracht. Und da habe ich selbst Marvin auch nicht wiedererkannt. Ne? Also, was heißt das? Das war Ihr Sohn? Und war ja, aber er sagt, also, die saßen alle in den langen Gewänden dann da und haben dann vom Boden so Hühnersuppe gegessen, ne? Also so aus so Schälchen. Also das war für mich ganz fremd. Da hätte Marvin sich früher lustig drüber gemacht, über solche Sachen. Ne? Und das hat dann schon so einen Anschluss gegeben, wo ich gedacht habe, wo geht das hin? Ne? Das wollte ich gerade sagen. Wenn Sie sagen, es war Ihnen fremd, hat Ihnen das auch ein bisschen Sorgen gemacht? Ja, vielleicht sogar ja, klar, Angst logisch, vor Radikalisierung? Klar, logisch hat das Angst gemacht. Ja. Klar macht einem das Angst. Aber ich selber zu dem Zeitpunkt wusste es, oder zu dem, heutzutage aus der Sicht jetzt, okay, ja. Würde ich sagen, sofort Stopp. Ja. Aber das war halt eben zu dem Zeitpunkt, habe ich ihm einfach so versucht, dass er selber seinen Weg erstmal finden muss und auch von selber, von seinen Gedanken her sieht, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Ne? Sie sind ja jedes Jahr nach Spanien in Urlaub gefahren. Genau. Und in dem Jahr hat er dann erstmal gesagt, ich komme nicht mit. Haben Sie da gedacht, Mensch, was heißt das jetzt? Oder dachten Sie, okay, der ist 18? Ja. Marvin war 18, hatte zudem auch eine Freundin gehabt, die also auch beim Islam war. Und ich habe halt eben gedacht, okay, kenne ich ja auch von meiner Jugendzeit an auch noch, dass ich dann sage, okay, dass er dann nicht mal mit Papa und Mama dann in Urlaub fahren will, sondern halt eben da mit ihr dann die Zeit verbringen möchte. Ne? Und dann waren Sie in Spanien im Urlaub? Genau. Wie eben jedes Jahr? Genau.
Wie haben Sie dann erfahren, dass Ihr Sohn Marvin verschwunden war? Ja, also meine Mutter hatte uns dann in Spanien angerufen, weil Marvin hatte ihr dann gesagt, dass er auf dem Islamkongress nach Braunschweig müsste und er wäre telefonisch, könnte man ihn nicht erreichen. Das hat er mir aber im Vorfeld nicht gesagt, sonst hätte ich schon ganz anders reagiert damals. Ne? Mhm. So, und er hat sich, und dann hat, wie gesagt, meine Mutter sich dann gemeldet bei uns in Spanien und hat gesagt, ja, das ist jetzt eine Woche weg und Marvin ist, wie gesagt, immer noch nicht hier. Wir können ihn nicht telefonisch erreichen. Dann habe ich es natürlich auch noch mal versucht. Und dann habe ich mir gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann haben wir sofort den Urlaub abgebrochen und sind dann nach Bochum zurückgekehrt. Und meins mit dem Ziel halt eben dann da nach Braunschweig zu fahren. Ne? Sie waren dann ja auch in Braunschweig bei der Polizei. Ja, gut, ich habe erst die ganzen mit dem Foto, die ganzen, ja. Also zuerst war ich in diesem islamischen Kulturverein in Dortmund und da gingen dann erstmal richtig die Alarmglocken an, weil da konnte sich angeblich gar keiner mehr an uns erinnern. Obwohl ich ja vorher, ich sag mal, einen Monat vorher noch mit ihm da war und ich sag mal, wir beide eigentlich da eigentlich ganz gut aufgefallen sind. Ja. Aber derselbe Imam, der da war, kannte mich nicht mehr. Okay. Sie waren nie hier. Und Braunschweig, keine Ahnung. Aber wenn ich mir jetzt Ihre Situation vorstelle, Sie kommen da aus dem Urlaub zurück, Sie wissen nur, er ist nicht mehr da. Es kommt Ihnen schon komisch vor, weil Sie in der Moschee da waren oder in dem Kulturverein und merken, da ist was nicht, da läuft was nicht. Jetzt zu wissen oder zu ahnen, der ist vielleicht in Syrien, diese Zeit dann, dieser Ungewissheit, wie haben Sie das ausgedacht? Also das war eigentlich mein letzter Gedanke. Ich habe immer gedacht, der taucht irgendwie wieder auf. Der ist wirklich im Braunschweig, ja. Ist irgendwo untergetaucht. Gibt da Jugendliche, die da mal vielleicht, sag ich mal, 2-3 Wochen weg sind und sich da mit Freunden oder Freundinnen verschanzen, ja. Und treffen und ihr eigenes Ding machen. Also die Hoffnung war immer noch, ja, und da. Und dann kam halt eben auf einmal nach, ist am 16.07. Ist er damals ausgereist, 2014. Und im August, ich glaube am 22. ungefähr, oder 28, ich weiß jetzt nicht mehr genau, kam dann die erste Nachricht, zu seinem Freund, der ihn zum Islam gebracht hat, sag bitte zu meinen Eltern, ich bin in Syrien und mir geht's gut. Und das hat mich gerade, also im beruflichen Alltag dann auch erwischt, wo ich im Büro saß mit Kunden und ich dachte, die Welt geht, weil das war eigentlich so wirklich mein letzter Gedanke, dass es wirklich da in diese Richtung geht. Also das war keine Erleichterung, auch erlebt noch, sondern erstmal ja, der gut. Schock. Also jetzt ist er tatsächlich da. Erleichterung, klar, sicher, das ist ihm, aber ich, und dann fing natürlich das erstmal im Kopf alles zu rattern an, was kannst du jetzt machen? Der ist ja nicht hier irgendwann so, irgendwo, sag ich mal, 2 Straßen weiter, sondern der ist im Land, du kannst ihn nicht besuchen, du kannst nichts machen. Ne, davor hat man sich natürlich in der Zeit auch schon dann so ein bisschen schlau gemacht, um zu gucken, wo kann es da hingehen oder man kann aber nicht irgendwann nach Syrien und weiß gar nicht, wo er da ist und all das. Ja. Genau. Sie haben dann ja auch nach und nach ein bisschen miteinander kommuniziert und mit Ihrer Erlaubnis hören wir mal kurz in ein Gespräch rein, das Sie mit Ihrem Sohn geführt haben, das Sie aufgezeichnet haben und es beginnt mit Ihrem Sohn. Ja, du kannst ja hier kommen und gegen uns kämpfen, dann siehst du, was wir für Kämpfer sind. Ja, ich will ja nicht gegen euch kämpfen, ich kämpfe nicht gegen meinen eigenen Sohn. Marvin, was soll denn der Quatsch? Ja, was soll ich sagen? Ihr wisst alles besser, ihr seid schlaue Menschen. Ihr habt die Wahrheit hinter euch, ne? Habt ihr nicht, habt die Lüge hinter euch. Ich hätte dich gerne nochmal gedrückt und in den Arm genommen. Und dabei hättest du belassen, hä? Hättest du gesagt, okay, mein Junge, geh mal jetzt. Jetzt habe ich dich gedrückt, jetzt geh mal kämpfen, geh mal im Krieg jetzt. Ist kein Problem, jetzt habe ich dich einmal gedrückt, geh mal jetzt. Nein, hättest du gemacht, hä? Nein, ich hätte die Polizei gerufen, der will nach Syrien gehen. Ja, man muss jetzt auch sagen, zu diesem Gespräch, es waren verschiedene Phasen, die er hatte. Das war jetzt ein sehr Gespräch, wo er also wirklich seine Sache da unten total vertreten hat. Wo er dann im Internetcafé war, wo andere Kollegen, man hat es im Hintergrund gehört, dass welche dabei waren. Marvin hat, war aber auch, gibt es auch andere Beispiele, wo er wirklich auch traurig war, dass er diesen Weg da wohl gegangen ist. Ne? Also das waren so Phasen, die ich war, und da habe ich immer gesagt, kriegt ihr da unten was? Nehmt ihr irgendwas ein oder was? Also das kam mir jetzt so manchmal vor, als hätte er was getrunken oder also so. Also Sohn haben Sie gar nicht mehr so richtig. Nein, ich habe ihn gar nicht mehr wieder. Also es war wirklich mal ein Gespräch mal so und ein Gespräch mal so. Und
Aber ich meine, man sieht es ja auch teilweise auf den Fotos, was da, er sagt, das ist hier wie so eine große Familie, dieses Leuchten in den Augen. Und nachher hat man Fotos von da unten gesehen, die will man gar nicht sehen. Ne? Wie die Menschen, die sind ja komplett gedreht worden. Ne? Was, wenn ich mir das so vorstelle, wie gesagt, hier sitzen Eltern auch in der Runde, es gucken uns viele Eltern zu. Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, ich bin auch Vater, der Sohn ist jetzt dort, man hat nur noch diesen Strohhalm dieses Kontakts. Wie fertig hat sie das gemacht? Ja, das ist schlimm. Und wir haben ja noch andere Kinder, die zwei Mädels, die waren ja auch zu Hause. Meistens haben sie sich dann abends um 10 Uhr oder was gemeldet. Man hat ja auch noch ein alltägliches Leben. Man muss ja auch noch gucken, dass man seinen Beruf, dass man sein Geld verdient. Die anderen Kinder sind auch noch da. Die Tochter, die war da damals 14 gewesen, die Kleine. Und die kam auch von der Schule und die wollte ja auch mit Hausaufgaben und guck mal, ich habe eine gute Arbeit geschrieben oder sowas. Mhm. Ja, und es hat sich in diesem Jahr, hat sich wirklich familiär alles nur dann darum gekümmert, ne? Und man war so aufgeschmissen, man wusste ja nicht, wie kannst du das jetzt machen? Das ist ja das Problem, man ist einfach nur an diesem seinen Faden jetzt von WhatsApp und da kannst du ja nicht so mit jemand sprechen, als wenn der jetzt, so wie wir jetzt hier sitzen alle, ne? Ich kann den Menschen in die Augen gucken, ne? dann entstehen ja auch andere Gefühle und so. Und manchmal ist er ganz nah, wie Sie sagen, und traurig und dann ist er wieder, das bringt einen ja auch völlig durch. Richtig, genau, ne? Also man ist einfach, man ist richtig hilflos. Mhm. Ja, und das hat natürlich, waren wirklich schwere Abende, die wir da miteinander verbracht haben. Wie kommt es eigentlich, dass sich Jugendliche von Eltern entfremden, sich so radikalisieren? Was finden die in solchen Orten? Jugendliche grenzen sich ohnehin ab. Das ist ein Prozess ihrer Ich-Werdung. Ich werde nicht eine Kopie der Eltern. Das ist ein normaler Vorgang, die Pubertät. Ich komme noch aus der 68er Generation. Wir sind in K-Gruppen gegangen, wie der Ministerpräsident Kretschmer. Es war absolute Opposition gegen diese Elterngeneration, gegen Verdrängung etc. Später haben wir natürlich wieder zurückgefunden. Aber wenn es natürlich solche Wege geht, der eigene Tochter wird rechtsradikal oder der Sohn, unendlich schmerzlich. Was können wir denn tun dann überhaupt, wenn ein Kind so weit weg ist, dass wir fast das Gefühl haben, wir erreichen es nicht mehr oder es ist fast wie verloren? Was sind dann? Ich glaube, eines haben Sie wundervoll gemacht, Herr Rappe. Sie haben mir immer wieder versichert, ich hätte dich so gerne mal umarmt. Also Sie haben ihn nicht aus dem Herzen verstoßen. Das ist sicher ein Stück Ohnmacht. Trotzdem ist ein ganz wichtiges Mittel, nicht auch noch zu verstoßen. Sie haben ja dann entschieden, im Herbst 2014, ich fahre dahin. Warum? Was war das für eine Situation? Also wie gesagt, es sind phasenweise. Manchmal war es wirklich sehr, sehr schwierig, mit ihm zu sprechen. Und dann hast du auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, auch gar keine Lust mehr gehabt, dich weiter in dieses Thema reinzusteigern. Und dann gab es Phasen, wo er wirklich total so war, ihr fehlt mir auch. Und dann war damals, also der entscheidende Entschluss war damals gewesen, dass er unbedingt in Kobane kämpfen wollte. Davor hat er mir immer versichert, er wird nicht kämpfen, sondern er wird ja irgendwelche Objekte bewachen. So, und dann hat er gesagt, nein, ich will da nach Kobane mit einem Freund, wir wollen da kämpfen. Und das hat ja uns nachts irgendwie um 24 Uhr, ich saß mit meiner Frau da, zu dem Zeitpunkt war das ja in den Medien dann auch mit Kobane und so. Ich denke, das kann nicht sein, dein Sohn geht jetzt nach Kobane kämpfen. Dann haben wir natürlich auch dann auch versucht, ihn da per WhatsApp wieder zurückzuhalten. Da hat er sich aber gar nicht drauf eingelassen. Also man ist dann immer mit einem unguten Gefühl eingeschlafen. Oder wenn man überhaupt schlafen konnte. Hat dann gesagt, also da so, die letzte WhatsApp war dann, ja, wenn ich mich in 5 Tagen nicht melde, dann bin ich endgültig tot. Ne? Also das war auch immer sein Ziel gewesen. Also dieses Leben, was er da auf der, das war gar nicht das, sondern das richtige Leben, was sie ihm da in den Kopf geblasen haben, fängt ja erst danach an. Und das muss er erst auch selber mal alles verarbeiten. Ne? Und der hat sich dann auf jeden Fall zum Glück, also nach diesen 5 Tagen dann gemeldet und war total zerstört. Das hat man richtig gemerkt. Und weil sein Freund dann da wohl in diesem Krieg gefallen ist. Das hat er mir dann auch gesagt, du glaubst gar nicht. Ja, aber dann habe ich noch so gesagt, aber dann hat er doch jetzt sein Leben, was er immer wollte. Aber man hat immer so diese Schwankung dann noch gemerkt. Ne? Und dann habe ich gedacht, vielleicht hast du jetzt noch einen Strohhalm, eine Chance, dass du irgendwas machen kannst. Und da bin ich dann Hals über Kopf
In die Türkei nach Gaziantep geflogen mit einem Kollegen zusammen, weil ich jetzt auch nicht der türkischen Sprache mächtig war, der dann dann halt eben, ich wollte mir das angucken, ich wollte so nah wie unten sein, ich wollte einfach mal einen Blick in Syrien, wo alle hier gesagt haben, du kannst nicht nach Syrien, aber ich bin einfach an die Grenze da unten gefahren und habe dann da, um das jetzt ein bisschen zu raffen, verschiedene Kontakte dann, sag ich mal, aufgebaut und habe dann, der entscheidende Punkt war eigentlich gewesen, dass ich mich am Busbahnhof in Gaziantep fotografiert habe. Und wie Marvin sich dann wieder mal gemeldet hat, habe ich ihm das Foto geschickt. Und da hat er gesagt, wie, Papa, du bist in Gaziantep? Er kannte das. Mhm. Na, er kannte diesen Platz, weil da wohl viele wohl, sag ich mal, angekommen sind, die damals darüber gegangen sind. Ja, sage ich, ich wollte gucken, dass wir uns vielleicht mal treffen können. Ja, sagt er, das ist ja super. Also ich versuche jetzt mit meinem Imam zu sprechen und ich versuche dann zur Grenze zu kommen. Ich kann ja nicht sagen, wie lange das dauert. Ja, ich sage, ist kein Problem, ich habe Zeit, ich bleibe hier auch 14 Tage, ich bleibe hier 3 Wochen. Versuche nur, dass du zur Grenze kommst. Ja, und an diesem Tag haben Sie es dann ja auch versucht. Sie hatten ja Kontakte auch geknüpft mit Schleusern, mit anderen, um Marvin zu sehen. Sie haben mehrere Versuche gestartet. Warum konnten Sie ihn dann aber an diesem Tag nicht sprechen? Marvin ist ja dann zur Grenze gekommen und man bin ja dann auch in diesem Schleuserwagen gewesen und wollte dann eben, wir haben dann telefoniert, er stand dann an der anderen Seite von dem Grenzzaun, also gesehen habe ich ihn vom Weiten, Sie 100 haben ihn Meter. Sogar gesehen. Ja, klar. Ihn erkennen. Ja, klar. Und bin also dann auf dem Weg dahin mit dem anderen Mann vom türkischen Militär und diesem Schleuser. Jetzt muss man natürlich da unten wissen, ist ja Soda und Gomorra an der Grenze gewesen. Ne? Also die wollen ja alle nur, denken nur an ne, dass sie irgendwie ihren persönlichen Vorteil daraus ziehen. Und man sieht es ja noch auf dem Foto, ich bin also bis zur Hälfte dieses Grenzzauns gekommen, aber ich durfte meinen Dolmetscher nicht mitnehmen. Dann hat sich der Schleuser und der Mann, also da vom der Militärmann mit dem Schleuser unterhalten. Und haben dann zu mir gezeigt, ich soll wieder zu dem Bulli zurückgehen. Und es gibt auch ein Video, das sie zeigt in diesem Auto zusammen genau. Also mit da sieht Personen, man, in welchen die, ich... Die sie gesprochen haben. Ich stand ja da ganz alleine. Da hätte man professionelle Hilfe haben müssen. Oder halt eben irgendwie... Ja, ich habe es halt eben versucht... Sie waren so nah beieinander und trotzdem schien es zu gefährlich zu sein, zusammenzukommen. Gucken wir uns noch mal kurz mal an, was sich da abgespielt hat in diesem Auto. Die sind voll bewaffnet. Dein Sohn hat auf ihn gezielt. Der hat gesagt, ich schieße hier ab, entweder dein Vater oder nicht. Die können den nicht packen, nein. Nein, die sind voll bewaffnet. Aufhören. Der hat auf ihn gezielt. Nein, lass uns aufhören. Finish. Bitte dir. Hat keinen Zweck. So gefährlich. Der hat gesagt, du sollst kommen, der wird sich bei dir umarmen und so. Kellam, Liebes. Ja, aber ich gehe, das ist mir zu gefährlich. Der hat geweint. Der war voll am Bein, sagt er. Aber wenn ich mir das so vorstelle, Sie sind da und Sie haben nochmal am nächsten Tag versucht, da standen Sie auf den anderen unterschiedlichen Seiten einer Mauer, sind aber nicht zusammengekommen, ein weiterer Versuch hat auch nicht geklappt. Wie war das denn für Sie dann trotz dieser Bemühungen, trotz all dem, in das Sie sich da hineinbegeben haben, dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause fliegen zu müssen? Ja gut, also das ist so eigentlich mit einer der schrecklichsten Punkte an der ganzen Sache. Ich meine, du fährst unverrichtete Dinge zurück. Du hast da unten, ich war da unten 2,5 Wochen und habe wirklich alles versucht. Und der schlimmste Moment ist halt eben, wenn du dann so im Flugzeug sitzt und guckst auf dieses Land und sagst dir, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Ja. Ich meine, sind dann zu Hause gewesen, der Kontakt zu Marvin ist dann auch erstmal nicht so intensiv gewesen. Er hat ihnen dann irgendwann auch gesagt, dass er jetzt kämpfen geht. Es war für ihn natürlich auch wohl eine schwierige Situation gewesen, wirklich diesen Besuch an der Grenze zu machen. So hat er mir das im Nachhinein doch mal zu verstehen gegeben. Ja. Und für ihn, ich denke mal, war es auch kein gutes Gefühl, dass wir uns nicht in den Arm nehmen konnten oder einfach mal miteinander sprechen können. Weil das hat man ja dann gemerkt. Und dann, ich habe viel Kontakt auch mit anderen Leuten da unten gehabt, die ich in der Zwischenzeit aufgebaut habe. Und die haben mir dann auch noch so geschrieben, ja, ich schätze mal, das war eure einzige Chance, euch mal zu sehen. Und ich sagten die dann, eine zweite Chance wird es garantiert nicht geben. Ne? Einer der Kontakte, die Sie da geknüpft haben, hat Ihnen da eine furchtbare Nachricht übermittelt. Was stand da drin?
Ja, dass Marvin also im Kampfeinsatz am Euphrat in Kalida wohl vom irakischen Militär wohl erschossen worden ist. Und 3 Tage später hat sich dann der freundliche Herr vom Staatsschutz wieder gemeldet und hat dann mir ein Foto gezeigt, wo der Marvin dann also, denke mal, dass das ist nach der Haltung, hundertprozentig kann ich es nicht sagen, kann keiner von uns sagen, wo er dann also in so einer Blutlache dann am Euphrat lag. Ne? Und für die wäre es natürlich, ich muss es leider so sarkastisch sagen, hätte ich jetzt gesagt, jo, das könnte sein, dann ist die Akte zu. Aber Sie sagen ja auch, als Vater kann man die Akte nicht schließen. Nein. Das ist ein Sohn, nein. Das ist kein Vorgang, nein. Das ist etwas, was ja weiter arbeitet. Wie können wir überhaupt als Eltern, wenn sowas passiert, lernen, Schritte zu gehen, lernen, weiterzumachen? Das wäre auch meine Frage an Sie, Herr Rappe. Gibt es etwas, was Ihnen und Ihrer Frau Trost gibt? Was sie überhaupt getragen hat in der Zeit und was sie heute noch trägt. Na gut, ich sag, jeder Mensch geht damit anders. Und ich habe danach auch meine Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, du musst einfach mal was anderes sehen. Mhm. Ich sag mal, ich konnte es zum Glück machen. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt lässt mal Arbeit sein und guckst dir die schönen Orte mal, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Und habe dann noch so geschrieben, ich denke, das ist eigentlich, ich war zum Beispiel auf Kuba gewesen und bin an diesem super weißen Sandstrand hier gesagt, so geschrieben, Junge, das ist hier das wahre Paradies. Das hättest du dir mal angucken müssen, als zu meinen, du müsstest in dieser weltpolitischen Scheiße rumgraben. Ne? Also denke ich mal ganz einfach so. Ne? Das ging, müssen Sie sich vorstellen, das ging über ein Jahr. Über ein Jahr. Und fast alle 3 Tage schreibst du mit deinem Kind, was du im Land, wo du nicht hinkommst, wo du nicht sagen kannst, hallo. Das ist, und die Familie lebt ja weiter. Das normale Leben muss ja auch noch irgendwo weitergehen. Ja. Und du gehst dann, bin ich dann abends mit dem Hund gegangen und guck dann in den Himmel und versuch mit ihm dann so zu kommunizieren. Du musst ja für dich auch irgendwie einen Weg finden, um mit so einer Situation, sag ich mal, umzugehen. Ja, natürlich. Ich glaube, das kann jeder, der einen Menschen verloren hat, ob es jetzt Krieg ist oder Autounfall oder sonst irgendetwas, kann das garantiert nachvollziehen. Da sind dann zwar die wir lieben, also die Töchter oder die Frau, aber trotzdem, es gibt nicht so einen einfachen Trost. Nein. Weil das ist ja ein Verlust, der bleibt ja einfach. Genau. Und ich denke, dass wir nur hoffen können, dass sie ihr Leben gestalten können, dass sie Lebensqualität haben, auch Lebensfreude Stück für Stück zurückgewinnen. Und was man auf jeden Fall sagen kann, selbst wenn es immer nur ein Teil ist, den sie vermitteln, aber ich glaube, es gibt viele Eltern, die sich mal ohnmächtig fühlen und die das auch so tief empfinden und die dann auch nicht wissen, was ist jetzt mit meinem Kind passiert? Und ich glaube, dass sie denen auf jeden Fall eine Stimme gegeben haben hier heute und dafür kann man ihnen nur danken und natürlich auch dafür, dass sie aufklären, welchen Weg so etwas gehen kann und wie gefährlich es auch sein kann. Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Danke. Ja. Die Trauer ist übrigens auch etwas, was uns mit dem möglicherweise Toten verbindet. Wir beurteilen die Trauer oft nur negativ. Nein, in der Trauer liegt unsere Liebe und solange wir noch trauern, ist der andere nicht mausetot. Ja. Also auch das ist ein sehr wichtiger. Ja, es gehört dazu. Wir dürfen das ist schon richtig. Ne? Ist kommen wir nun von diesem Vater-Sohn-Verhältnis zu einem besonderen Tochter-Vater-Verhältnis. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu Ihnen, Frau Michalke, bei uns im Nachtcafé. Frau Michalke, Sie sind die Tochter von Graziano Rokicani. Viele kennen den Namen, einer der größten deutschen Boxer der letzten Jahrzehnte. Man kennt diese legendären Kämpfe gegen Henry Maske, gegen Darius Michalczewski. Aber wir reden ja über Sie. Mhm. Und es ist so, dass Ihre Eltern sich getrennt haben. So, da waren Sie ein halbes Jahr ungefähr. Mhm. Wie war das denn? Wussten Sie, dass Graziano Rokicani Ihr Vater ist? Ja, da hat meine Mutter nie ein Geheimnis draus gemacht. Mhm. Auch wenn sie einen neuen Partner hatte, hatte sie immer gesagt, das ist dein Papa und das also soll auch wenn bleiben. Er im Fernsehen war oder so, war immer klar, das ist Papa. Und der Partner Ihrer Mutter, der war dann auch nie irgendwie Vaterfigur? Nein, so ein Onkel, halt der Freund von meiner Mutter. Und haben uns halt auch die Boxkämpfe angeguckt. Und hat gesagt, guck mal, das Papa und so. Mhm. Also da hat sie nie irgendwie den schlecht gemacht oder so. Und welches Bild hatten Sie so von ihm? Hat sie Ihnen denn auch ein bisschen was erzählt über ihn?
Naja, er hatte mal, wenn ich Geburtstag hatte oder so, hat er mal nachts angerufen, weil er wusste, dass ich schlafen tue und weil er Angst hatte, ja. Ne, vor der, dass ich dann ans Telefon gehen könnte, weil er auch aufgeregt war. Und da hat sie dann auch immer gesagt, Mensch, ruf doch an, wenn sie wach ist und so. Ne? Und ja, das war halt so eine schwierige Zeit, ich glaube, für uns beide. Mhm. Ich hatte Angst vor der Begegnung, wie er auch. Weil wir uns ja halt, wir hatten keine Bindung zueinander. Wir wussten nicht, wie wir miteinander umgehen sollen. Ihr Kontakt sollte ja noch mal sehr intensiv werden später. Mhm. Aber schauen wir zunächst noch mal auf das Bild, das öffentliche Bild des Boxers Graziano Rocchigiani, kurz Rocky, mit allem Höhen und Tiefen, mit Licht und Schatten. Graziano Rocchigiani, einer der erfolgreichsten deutschen Boxer der letzten Jahrzehnte. Weltmeister. Europameister, deutscher Meister. Aber es gab auch eine andere Seite. Skandale. Abstürze. Alkoholexzesse. Schließlich sogar Gefängnisaufenthalte. Sein Leben hatte Höhen und Tiefen. Was aber auf jeden Fall bleibt, sind seine Titel und großen Kämpfe. Haben Sie diese Tiefen als Kind eigentlich so mitbekommen, verfolgt als Kind und Jugendliche? Ja. Also ich habe mir diese Vorschau mal dann angeguckt, die Kämpfe selber aber nicht. Dann bin ich irgendwie mal mit dem Hund gegangen. Ja. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ist der Kampf vorbei? Und dann hat sie gesagt, ja, komm wieder rein und so. Weil das hat sie auch immer alles aufgenommen. Ihn kämpfen selber wollte ich ihn nicht sehen. Ja, wie war das denn, wenn Sie solche Zeitungsausschnitte gelesen haben und es, wie gesagt, es gab Verurteilungen, er war auch mal im Gefängnis. Haben Sie das wahrgenommen? Hat Sie das nachdenklich gemacht? Hat Sie das beschäftigt? Nee, also natürlich ist es nicht schön, wenn eine Tochter sieht, dass der Papa im Gefängnis ist oder irgendwelche Abstürze hat oder irgendwelche Schlägereien hatte. Aber das hat mich, ihn, ja. Genau, ich kannte ihn ja nicht. Ich hatte ja nicht die Bindung und deswegen hat mich das jetzt nicht so interessiert gehabt. Als Sie 12 waren, hat Ihre Oma dann ein Treffen arrangiert. Sie wussten das nicht, in der Wohnung Ihres Onkels. Wie war das denn dann, plötzlich Ihren Vater da zu sehen? Also meine Mutter und meine Oma und mein Vater waren involviert. Ja. Und mein Onkel und mein Vater haben in einem Haus gewohnt und Ralf hatte aber einen Boxkampf und ich war der Meinung, dass er auch da ist. Und meine Oma ist dann immer da so sauber machen gegangen, hat gesagt, komm Janja, wir gehen da hin. Und im Bus sagte sie dann schon, oh, dein Papa ist ja da. Und ich, der ist da und war total erstmal aufgeregt, wie, der ist da. Naja, und dann stand er da vor der Tür, total, wir beide uns angeguckt, 1000 Schmetterlinge, wie so verliebt so, ne? Und wir wussten beide gar nicht, was wir sagen sollten. Und er hatte dann auch einen Hund, einen Husky. Und dann haben wir uns die ganze Zeit über diesen Husky unterhalten, weil wir ja gar nicht wussten, was wir miteinander reden sollten. Und das war schon komisch. War er aufgeregt? Ja, total. Ja. Ich glaube, das ging uns beiden. Was war dann so? Sie haben von diesen Schmetterlingen reden. Was war denn Ihr erster Eindruck von ihm? Na, der Papa, der ist endlich da. Weil doch, der war schon was sehr Besonderes für mich. Sie haben dann danach jetzt nicht immer intensiv erstmal Kontakt gehabt. Sie waren aber zum Beispiel auch bei einem Kampf dann dabei, wo Sie früher ja nicht zugeguckt haben, aber der Kampf gegen Darius Michalczewski für ihn nicht gut ausgegangen. Wie war das, Ihren Vater, ich meine, Boxen ist ja nicht irgendein Sport, ihn dann so verlieren und auch körperlich leiden zu sehen, mit 15 waren Sie, glaube ich, damals? Ja, erstmal war es natürlich ein tolles Gefühl, dabei zu sein. Ja. Der Schmerz war eigentlich eher, dass er verloren hat, dass es mir für ihn leid getan hat, dass er da als Verlierer rausgegangen ist und dass ich dann natürlich geweint habe. Und das Wichtigste war dann halt, ihn in den Arm zu nehmen und zu ihm zu sagen, es ist okay. Also Sie waren dann auch nach dem Kampf dann direkt in der Kabine, genau. Und wie war das dann? Sie waren dann ja in einer auch persönlich bedeutenden Phase, nachdem Ihre Ehe so vor dem Ausstand. Da haben Sie sich überlegt, so, wo gehe ich denn jetzt hin? Genau. Und in der Zeit hat sich dann plötzlich Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater intensiviert. Wie war das, ihn dann immer wieder um sich rum zu haben, zum ersten Mal eigentlich? Ich glaube, für uns beide komisch. Also seine Freundin hat dann gesagt, so, Janina ist jetzt hier,
ja, ja, die ist jetzt hier, ist jetzt halt so. Und so hat sich das dann so langsam ein bisschen normalisiert, unsere Beziehung. Auch Gespräche sind viel mehr geworden, nicht mehr so gezwungen oder so, also normalisiert. Nicht nur über Hunde, sondern genau, auch über den Alltag und so. Ja, ja. Und haben Sie ihn dann auch kennengelernt? Dann habe ich ihn auch kennengelernt, als aber total anderen Menschen. Wie würden Sie ihn denn beschreiben? Nicht das, was man von ihm kennt. Mhm. Herzlich, witzig. Der konnte viel weinen. Mhm. Wir haben gelacht zusammen. Also er ist überhaupt nicht dieser Mensch, den alle immer denken, den er scheint zu vermitteln. Mhm. Haben Sie denn auch Ähnlichkeiten so entdeckt? Ist ja oft so, dass man dann nach Ähnlichkeiten sucht. Ja, viele sagen, dass wir Ähnlichkeiten haben. Das hat er aber nicht immer gerne gehört. Mhm. Ach, ist Quatsch. Aber doch, ich glaube, dass wir schon viel Ähnlichkeit haben. Ist es denn so, dass es ihm leid getan hat, dass er eigentlich ja Ihre Kindheit total verpasst hat? Ja, darüber hat er mit mir geredet. Mhm. Aber ich habe ihm gesagt, dass es halt so ist. Und die Zeit können wir nicht mehr zurückdrehen. Aber es dennoch jetzt besser machen können. Und er war auch nicht, also Sie waren auch nicht sauer auf ihn oder auf Ihre Mutter oder nein, so, dass das nicht, sich nicht nein, ergeben hat? Nein. Hm. Meine Mutter, ist klar, wenn sich Paare trennen, ich denke mal, das kennen viele, da ist einer immer verletzt und er war halt sehr auch auf seinen Sport konzentriert und so hat sich das dann halt so ein bisschen auseinander entwickelt. Hm. Aber ich bin dennoch froh, dass wir dann doch noch diese Beziehung da zustande bekommen. Wollte ich gerade sagen, Herr Jung, wenn man erst eigentlich als Erwachsene so eine richtige Beziehung, so eine Bindung zu einem Elternteil entwickelt, können daraus trotzdem noch ganz tiefe, gute Beziehungen entstehen? Ja, Beziehungen sind heilbar. Da spielt auch das Verzeihen eine große Rolle, Groll zu beenden und zu sagen, ja, leider, uns fehlt eine große Wegstrecke. Wir können uns sogar nach dem Tod, können wir uns noch versöhnen und in eine Liebesbeziehung gehen. Ich habe meinem toten, geschiedenen Vater nach seinem Tod einen imaginären Brief geschrieben, den konnte er nicht mehr empfangen. Der Brief hat mich erlöst. Punkt. Wir können sehr viel tun. Wir sind Herren und Frauen über uns. Unbedingt großartig, dass Sie das so schön geschafft haben. Sie haben eben einen Vater und der ist immer noch im Herzen. Das spürt man ja auch. Gleichzeitig muss man sagen, bei aller Freude über dieses Kennenlernen, es gab ja das Thema Alkohol. Ja. Wie haben Sie dieses Thema auch erlebt, als Sie dann ganz nah an ihm dran waren? Also ich hatte einen Anruf bekommen gehabt, dass es halt ihm nicht so gut ging und dass ich doch bitte kommen soll. Weil keiner mal irgendwie wusste, wie man was macht. Ich war jetzt die Option. Ja. Dann bin ich dahin und habe ihn halt mitgenommen. Und es war eine sehr schwierige Zeit. Auch ich bin auch mal an meine Grenzen gegangen. Und es ist ja nicht so, dass er jetzt jeden Tag getrunken hätte oder so. Es waren dann halt immer mal Phasen. Ich denke mal auch, dass ihm Titel aberkannt worden sind, die ihm eigentlich zugestanden haben. Dass er da auch ganz schön gelitten hat runter. Dann Liebeskummer war für ihn auch immer dann ein, dass man dann trinken muss oder dass man trinken will, um das dann diesen Schmerz irgendwie zu vergessen. Und dann gab es aber wieder Episoden, wo es ihm total gut ging und er gut drauf war, wo er sich um seine Karriere gekümmert hat. Und dann gab es halt wieder Phasen, wo es dann halt wieder anders war. Und also diesem Dämon ist aber nie richtig losgegangen. Nee, genau. Es war wie so ein Teufelskreis, aus dem er nicht rausgekommen ist. Und haben Sie als Familie auch mal drüber geredet, so Mensch, was können wir tun? Es ist ja eine Krankheit letztendlich. Ja. Was können wir tun? Was müssen wir vielleicht tun, um ihm da auch mit rauszuhelfen? Nee, weil wenn er es nicht selber einsieht und wenn er es nicht selber erkennt, glaube ich, kann man jedem Menschen sagen, mach da was. Aber wenn er es nicht will, dann kann man da auch nichts tun. Eine bittere Erkenntnis. In der Suchttherapie sprechen wir von Hilfe durch Nichthilfe. Wir sind nicht die Therapeuten. Im Gegenteil, wir kommen sonst in eine Co-Abhängigkeit. Wir zementieren es noch durch unsere staunenden Versuche. Man muss sich da auch abgrenzen. Das ist schmerzlich, aber wahr. Es ist, wie Sie gesagt haben, eine Krankheit. Da müssen Fachleute ran, sowohl medizinisch wie auf der therapeutischen Ebene. Ja. Am 1. Oktober 2018 ist Ihr Vater dann in Sizilien gestorben, zu Fuß auf einer Straße von einem Auto erfasst worden. Wie haben Sie davon erfahren als seine Tochter? Ich war zu Hause, meine Großeltern wohnen ja, also seine Eltern wohnen unter mir. Und ich hatte gerade die Heizungsmonteure da und hatte einen Anruf von seiner Managerin bekommen. Janina, du musst nach Italien, dein Vater liegt im Krankenhaus, er hat einen Autounfall. Dann hatte ich erst mal aufgelegt und musste das erst mal so ein bisschen realisieren. Und dann hatte mich auch schon das italienische Konsulat angerufen und mir berichtet, dass ihr Vater verstorben ist.
Konnten Sie sich denn in irgendeiner Form noch verabschieden von ihm? Wollten Sie das? Ja, ich bin dann 2 Tage später nach Italien geflogen und habe mich dann im offenen Sarg dann von ihm verabschiedet. Weil ich wollte wissen, ob er das auch wirklich ist. Ne? Mhm. Und was natürlich für mich ganz schlimm ist, ist heute für mich noch ganz schlimm. Und das ist auch ein Stück von mir weggegangen, weil wir halt dieses Verhältnis, das, was ich eigentlich jetzt immer wollte, mir dann doch da wegen sowas halt dann weggenommen worden ist. War auch wieder Alkohol im Spiel? Weil auch wieder Alkohol im Spiel war. Welche Rolle, wenn Sie es schon sagen, auch über das heute sprechen, welche Rolle spielt er denn heute noch in Ihrem Leben, Ihr Vater? Ja, mein Zuhause, eigentlich ist er da. Also er ist sehr präsent bei mir. Was heißt das, Zuhause? Also es hängen überall Bilder in jedem Zimmer. Ich, so gut wie ich kann, gehe ich jeden Tag ans Grab. Und kümmere mich ja jetzt um den Stein, der jetzt hoffe ich am Anfang August dann kommen wird. Also er ist jeden Tag präsent. Und was sollte bleiben? Sie haben das ja schon angedeutet. Was sollte bleiben auch von Ihrem Vater über das öffentliche Bild? Dass er ein ganz toller, herzlicher, witziger Mensch war und nicht den, den man eigentlich so aus dem Fernsehen kannte. Man spürt auf jeden Fall, wie Sie auch gesagt haben, Herr Jung, dass Sie Ihren Vater noch im Herzen tragen. Mhm. Vielen Dank dafür, dass Sie hier sind. Bitte. Frau Michalke. Danke. Herr Malcher, auch bei Ihnen geht es um Ihren Vater. Auch Sie sind ohne Ihren leiblichen Vater aufgewachsen. Trotzdem ist es bei Ihnen eine ganz andere Geschichte. Genau. Fangen wir mal damit an. Sie sind in Köln aufgewachsen mit Ihrer Mutter und Ihrem Lebensgefährten. Wie war Ihre Kindheit? Wie würden Sie die beschreiben? Och, ich kann über meine Kindheit eigentlich nicht klagen. Mir hat es an nichts gefehlt. Äußerlich. Mhm. Wie war das Verhältnis zu Ihrer Mutter und zu Ihrem Lebensgefährten? Also Verhältnis zu meiner Mutter war eigentlich eine sehr rigide Person. Sie wusste genau, was sie wollte und musste natürlich. Sie war so ein bisschen mehr oder weniger alleinerziehend. Es lief zwar alles auch gut mit ihrem Freund. Hab viel mit ihm gemacht, auch damals mit dem Partner. Also er war passionierter Motorradfahrer und wir waren viel auf Motorradtouren mit ihm und so weiter. Aber mir war klar, es war nicht mein Vater. Mhm. Und er hat auch nicht versucht, die Vaterrolle zu übernehmen? Nein. Er war für mich da, wenn es sein musste. Jetzt nicht in der Rolle eines Vaters, eines gefühlvollen Vaters, wenn man jetzt wirklich emotionale Fragen hatte oder so weit. Aber er war halt präsent. Und wenn Sie sagen, Sie wussten ja, das ist nicht Ihr Vater, was wussten Sie denn dann über Ihren leiblichen Vater? Nichts. Nichts? Nichts. Haben Sie Ihre Mutter? Es war so ein nonverbales Commitment zwischen mir und meiner Mutter. Ich habe nicht nach meinem Vater gefragt und sie hat mir nichts erzählt. Und das wurde auch nie thematisiert. Auch nicht dann so mit 12, 13 oder so? Ich habe es bis heute auch nicht rausgefunden. Also meine Mutter ist mittlerweile verstorben. Ja. Wir haben ein paar Sachen aufgearbeitet, nicht alles. Es war viel mit Scham verbunden bei ihr auch, weil sie auch nicht so viel über meinen Vater wusste. Deshalb, also es kam dann später raus, also letztendlich habe ich ja davon erfahren, so mit 17, 18 rum. Da haben Sie einen Brief bekommen. Genau. Erzählen Sie mal, was das für ein Tag war. Dann kam ich nach Hause und hatte einen Brief bekommen von einer Frau aus Hamburg, die in Guinea gelebt hat, da auch mit einem Mann aus Guinea verheiratet war, auch Kinder mit ihm hatte und als das politisch so ein bisschen instabil wurde, hat ihr Mann sie dann wieder zurückgeschickt nach Deutschland. Und einer meiner Halbgeschwister, der hat sie dann besucht in Hamburg und hat ihr dann gesagt, pass mal auf, hier, da gibt's noch einen, der zu uns gehört, versuch doch mal rauszufinden, wo der ist. Und die hatte mich dann gefunden und hatte mir dann erstmal einen Brief geschrieben, wo sie mir dann grob erklärt hat, wer mein Vater ist und wie das zusammenhängt. Und es waren dann auch Briefe oder war auch ein Brief von meinem Bruder mit dabei. Also Sie haben mir dann eröffnet wurde, dass ich dann auf einmal 8 Halbgeschwister hatte, obwohl ich als Einzelkind aufgewachsen bin. War da auch schon klar, dass Ihr Vater aber nicht mehr lebt? Da war auch klar, dass mein Vater verstorben war, genau. Der ist 77 schon verstorben. Wenn ich mir das vorstelle, Sie haben bis 17 gar nichts gewusst und jetzt auf einmal erfahren Sie, Sie hatten einen Vater. Ich glaube, es war dann auch klar, er war eine musikalische Legende, muss man auch noch dazu sagen. Dann erfahren Sie aber gleichzeitig,
Er lebt nicht mehr. Und Sie haben wie viele Halbgeschwister? Acht Halbgeschwister. Also wir sind dann zu neunt. Das war ganz schön viel auf einmal, oder? Ja, kann man wohl sagen. Genau, das ist also ein bisschen viel gewesen, also das zu verarbeiten. Also es war jetzt nicht so, dass es dann auf einmal alles klar, die Familie ist vereint und alles ist schön und jeder ist glücklich, sondern das hat natürlich auch zu viel Verwirrung geführt bei mir. Also dann ein Jahr später, weil ein Bruder von mir, der ist Arztingenieur, der war dann in Amsterdam auf so einem Kongress. Und wir haben uns dann da getroffen. Ich bin dann da mit zwei Freunden, wir waren damals 18, 18,5, Freunden mit dem R4 nach Amsterdam gefahren. Und es war schon sehr skurril irgendwie, weil ich bin halt als Einzelkind aufgewachsen und ich hatte erstmal gar nicht so dieses Bruder-Schwester-Gefühl. Das war für mich neu. Wo haben Sie sich denn getroffen? Wir haben uns im Hotel getroffen, im Hotel Krasnapolski hat er damals gewohnt. Und die Situation war, wir standen halt unten und er kam halt mit dem Aufzug runter und die Aufzugtür ging auf. Und da stand auf einmal ein Bruder. Und haben Sie denn da dann eine Art Verbindung gespürt oder war das eher was Fremdes? Also das Verbindungsgefühl kam erst später. Mhm. In erster Linie war es erstmal eine fremde Person vom Gefühl her, die vor dir steht. Und wir haben dann einen Tag zusammen in Amsterdam verbracht, was auch ein bisschen skurril war, weil ich sprach Deutsch und Englisch und er nur Französisch. So, das heißt, wir mussten uns mit Händen und Füßen irgendwie kommunizieren, was aber irgendwie geklappt hat. So, und dadurch kam so langsam irgendwie, weil ich auch bei ihm gemerkt habe, weil er mit mehreren Geschwistern groß geworden ist, alle Geschwister von mir wussten, was ich später rausstellte, sogar meine Geschwister Bilder, Kinderbilder von mir hatten, die sie mir später gezeigt hatten. Und für sie jetzt einfach nur der verschollen gegangene Bruder jetzt auch wieder mit vereint ist. Für sie das habe ich halt schon gespürt. Dieses Warme, was er rübergebracht hat, so von wegen, da bist du ja mein Bruder. Wie haben Sie denn dann auf Ihre Mutter, wie sind Sie dazu gegangen? Weil jetzt war ja klar, was passiert ist. Haben Sie sie dann noch mal gefragt, was war denn da los? Und was da stellte sich halt schnell heraus, dass meine Mutter also gar nicht so viel wusste über meinen Vater. Also die Situation war so, meine Mutter hat als Au-pair-Mädchen in England gearbeitet, in London. Und mein Vater war halt Musiker und er war auch so ein bisschen Aushängeschild von Guinea. Es gab dann dieses Joli Ba, das war das Nationalballett von Guinea. Die haben die Geschichte Afrikas in Gesang, Tanz und Musik dargestellt und waren halt weltweit unterwegs. Und unter anderem waren die auch in London. Und nach dem Konzert haben meine Mutter und mein Vater sich kennengelernt, haben sich verliebt. Mein Vater hatte auch ein Apartment in England. Und je nachdem, wie er Zeit hatte, ist er halt immer darüber gejettet und haben die Zeit miteinander verbracht, bis meine Mutter dann schwanger wurde. Dann hat sich etwas verändert. Dann ist meine Mutter wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und waren die denn ein Paar? War auch mal in der Diskussion, ob sie dann zusammen irgendwo bleiben? Oder? Ja, also wie gesagt, wie sie dann schwanger wurde und ist wieder zurück nach Deutschland, hätte mein Vater natürlich gerne gehabt, wenn sie nach Afrika kommt, damit die Familie dort zusammen ist. Was auch aus religiöser Sicht da jetzt kein Problem gewesen wäre. Aber das wollte meine Mutter nicht. Und dann war es natürlich klar, in den 68ern war mein Opa natürlich auch nicht davon begeistert. Die Tochter kommt wieder aus England, schwanger mit einem schwarzen Kind, was damals natürlich auch noch alles ein bisschen schwieriger war. Und dann ein Jahr später war mein Vater auch mit diesem Nationalballett in Bad Neuenahr. Dann ist mein Opa dahin gefahren, noch mal zu sehen, wer denn dieser Mann ist, der ominös. Und hatte meinen Vater kennengelernt und war dann sehr angetan davon, was er doch für eine Ausstrahlung hatte. Aber danach ist der Kontakt halt komplett abgerissen. Ja. Welche widersprüchlichen Gefühle kann das denn auslösen, wenn man jetzt mit 17 plötzlich eine völlig neue Familie kennenlernt? Also man hört ja, das ist einerseits total spannend, aber eben auch so ein bisschen mit fremden Gefühlen verbunden. Auch Kränkung könnte das bedeuten. Und Groll, warum hast du dich gemeldet? Warum hast du mich im Stich gelassen? Ich bin vom leiblichen Vater vaterlos aufgewachsen. Aber Sie haben es wunderschön aufgenommen. Meine Frage wäre auch, sehen Sie ihm ähnlich? Ja. Sie sind ja ein schöner Mann. Haben Sie ein Stück Schönheit von ihm geerbt? Also als ich meinen Bruder getroffen habe, es gibt noch einen anderen Bruder, der ist der einzige aus, oder es gibt zwei, aber einer, der erfolgreich damit auch ist, der die Tradition des Singens weiter
verfolgt hat. Mein Vater hat ja traditionelle Musik gemacht und mein Bruder hat sich das Ganze dann nochmal auf eine nächste Ebene gehoben, das mit modernem Jazz verknüpft. Ja. Und als wir uns das erste Mal gesehen haben, hat er gesagt, ich habe die Stimme von unserem Vater und du unser Aussehen. Nein. Ich meine, Sie sind ja auch Musiker. Hat Ihnen das auch nochmal so einen Kick, so einen Push gegeben, zu wissen, aha, das... Ja, ich sag mal, mit der Musik, das war ja auch so ein Teil von dem. Also ich bin ja ziemlich früh Vater geworden mit 21. Ja. Somit war ich auch damals so in der Diskrepanz. Ich sag mal, letztendlich hat mir schon ein bisschen von meiner Identität gefehlt. Ja. Also, wo ist mein Vater? Ich meine, klar, ich bin relativ deutsch aufgewachsen. Mhm. Ich hatte so gut wie keinen Kontakt zu irgendwelchen afrikanischen oder auch Menschen, die jetzt auch deutsche und afrikanische Eltern hatten. Null. Und wenn du in den Spiegel guckst, siehst du trotzdem anders aus als die anderen. So, und es fehlt halt ein Stück. Das heißt, man versucht das zu kompensieren. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Also ist halt wie so ein Puzzle irgendwie. Ne? Also wenn man so ein Puzzle hat und die einzelnen Sachen, die einzelnen Teile setzen sich so zusammen, dann entwickelt sich ja die Persönlichkeit. Sozialisation spielt damit eine Rolle. Das Problem ist halt nur, bei diesem Puzzle hat man halt keine Vorlage. So, das heißt, man muss sich jedes Teil einzeln angucken und gucken, wie passt es dann da rein. Hätten Sie auch gern das Puzzleteil gehabt einer persönlichen Begegnung? Denn er hat ja gelebt, bis Sie 9 waren. Mit meinem Vater? Ja, natürlich. Ich meine, bis Sie 9 waren. Waren Sie auch mal sauer, dass Sie das irgendwie... Das kam später jetzt, weil ich sag mal, auch dieses... Ich bin bis jetzt noch nicht in Guinea gewesen, muss ich dabei sagen, was bei mir auch sehr viel... mit Scham verbunden ist, darüber zu sprechen. Weil jeder natürlich sagt, Mensch, jetzt hast du doch das gefunden, jetzt weißt du doch, wo du hin. Warst du denn schon mal da? Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich wollte es jetzt dieses Jahr machen, im März. Mhm. Da kam unter anderem auch Corona mit dazwischen. Mhm. Und habe es jetzt noch mal verschoben aufs nächste Jahr. Aber ich meine, sind ja trotzdem einige Jahre verbunden, vergangen seitdem. Und genau in dieser Phase kam natürlich auch dieser Groll hoch, von dem Sie gesprochen haben, sowohl für meine Mutter als auch für meinen Vater. Mhm. So, ich muss mir das jetzt alles mühsam erarbeiten, was ihr alles versemmelt habt. Ja. Weil du hättest dich öfter melden können. Mhm. Genau. Und du hättest öfter dafür sorgen können oder mir von vornherein sagen können, wer denn mein Vater ist. Sie haben Ihrem Sohn den Namen Ihres Vaters gegeben. Ach. Das ist ja was Bemerkenswertes. Warum haben Sie das gemacht? Ich wollte halt irgendwas am Leben erhalten davon. Eine Verbindung herstellen auch. Generation. Genau. Mhm. Das war so der hauptausschlaggebende Punkt. Das ist ja eigentlich eine Liebeserklärung an den Vater. An den verschwundenen Vater. Wundervoll, wundervoll. Wenn Sie das so sagen, wie gesagt, das Thema heute Familie, was uns eint, was uns entzweit, was verbindet Sie jetzt tief in Ihnen drin mit Ihrem Vater? Also die Verbindung ist auf jeden Fall ein Stück weit über die Musik. Mhm. Das ist ganz klar. Das ist auch das, was ich dann auch irgendwann feststellte. Weil, wie gesagt, dadurch, dass ich halt früh Vater geworden bin, hatte ich jetzt nicht die Zeit, auch der Musik nachzugehen, sondern musste halt sehen, dass irgendwie dieser ganze Familienapparat am Laufen bleibt, dass Geld reinkommt und so weiter und so fort. Und so hatte ich mich musikmäßig immer... jetzt nicht mit Bandprojekten irgendwie beschäftigt in der Zeit, sondern bin einmal die Woche zu so einem Drum Circle gegangen, wo man sich einfach trifft, zusammen Musik macht, nette Gespräche führt und so weiter. Und während dieses Musizierens habe ich irgendwann angefangen, in Gesangsimpulsen nachzugeben, die hochkamen. Und die waren von der Art und Weise her und vom Gefühl her dermaßen afrikanisch und ich konnte die keinem Erfahrungswert zuordnen, weil ich bis dato null Kontakt hatte zur afrikanischen Kultur. Ich hatte keine afrikanische Musik gehört bis dahin und so weiter und so fort. Und sie waren einfach da und so da, dass teilweise Leute schon gesagt haben, ja, vom Dialekt her könnte das von da und da kommen, wo ich dann in mich reingeschmolzen habe. Das ist, weil ich habe das von ganzem mit so einer Fantasiesprache verknüpft, um einfach den Impulsen nachzugeben und nicht über die Sprache nachzudenken. Ja. Genau. Wenn man das so hört, also ich finde das toll, wie Sie das beschreiben. Man könnte ja auch sagen, ach, ich habe den nie kennengelernt, was interessiert mich? Warum ist es offensichtlich doch wichtig, seine Wurzeln zu kennen? Wir brauchen sie back to the roots. Das ist unser Hintergrund, nicht nur genetisch, sondern eben auch mental in vielem anderen. Sonst sind wir wurzellos. Vielen Dank auf jeden Fall an Sie, Herr Meicher. Sie haben etwas erlebt, Frau Sola, dass Ihr Familien
Gefüge komplett ins Wanken gebracht hat. Sie haben Ihre Tochter verloren, sie hat Suizid begangen. Aber um das zu verstehen, sollten wir auch Sie erst mal kennenlernen. Sie hatten mit Ihrem ersten Mann 3 Kinder. Der Hintergrund ist, Sie sind in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas aufgewachsen. Mhm. Ihr Mann gehörte auch dazu, genau wie Ihre Eltern. Genau. Als Sie dann, ich glaube, 26 waren, richtig, haben Sie sich von dieser Gemeinschaft gelöst, mhm, haben ihr den Rücken gekehrt, haben sich auch von Ihrem Mann getrennt und sind mit Ihren 3 Kindern gegangen. Die waren damals 3, 5 und 7, und haben dann Ihren zweiten Mann kennengelernt, haben mit ihm auch noch mal 3 Kinder bekommen. Wie sehr haben Sie es immer genossen, so eine große Familie zu haben und viele Leute um sich herum? Unheimlich habe ich das genossen und genieße es immer noch. Denn es gab ja nur uns. Ne? Die anderen, also meine Ursprungsfamilie, war von heute auf morgen nicht mehr da. Und dann gab es erstmal nur mich und die 3 Kinder. Mhm. Und von da aus haben wir dann haben wir uns weiter entwickelt. Und dieses Gefühl, so alle an einem großen Tisch, ja, ist es das, was Sie das so mit Das ist unglaublich, Familie? Ja. Dann brauche ich eigentlich nichts mehr. Dann bin ich glücklich, wenn ich dann am Tisch sitze und sind alle da und ja. Sie haben auch eine besonders enge Beziehung mit Ihrer Tochter Sarah gehabt. Was hat diese Beziehung so besonders gemacht? Ja, gerade in den letzten Jahren war es so, dass wir sehr zusammengewachsen sind und sehr ähnlich getickt haben. Mhm. Also wir hatten den gleichen Humor und konnten über Sachen lachen, die die Familie gar nicht lustig fand. Die haben sich immer ein bisschen geschämt für uns, glaube ich. Und wir haben aber auch die so ähnliche Weltanschauungen gehabt und konnten diskutieren und unsere Meinung austauschen. Das war immer sehr, sehr lebhaft. Also es war so ein bisschen Mutter, so ein bisschen Freundin, kann man sagen? War so beides, ja. Mhm. Mhm. Ihre Tochter hat dann Biotechnologie studiert, war auch im Masterstudium, hatte dann auch eine Doktorandenstelle in Aussicht. Das hört sich erstmal einfach nur super an. Ja? Das war der rote Teppich, der ausgerollt war. Ja. Ja. Wie ging es Ihrer Tochter in dieser Zeit? Gegen Ende der Masterphase oder in der Zeit, wo sie die Arbeit geschrieben hat, war es schon sehr stressig. Das ist auch, ja, das wusste ich auch. Und so kurz vor Abgabe, da ging es ihr gar nicht gut. Da war sie wirklich, sie rief mich eine Woche vor ihrem Tod dann an und war irgendwie am Boden zerstört. Und dann habe ich gesagt, ich hole dich ab. Sie wohnte so 20 Kilometer entfernt von uns. Und sie wollte auch gerne. Sie fragte auch, kann ich das Wochenende bei euch bleiben? Mhm. Und dann war sie bei uns und mit den Geschwistern zusammen. Es waren zu dem Zeitpunkt noch 3 zu Hause. Und es war alles ganz gut. Und sie war hinterher dann auch wieder guten Mutes. Mhm. Ja. Und hat sie sich dann auch mit ihren Geschwistern auch ausgetauscht über die Situation? Und, ja, auf jeden Fall. Ja. Wie eng war sie denn mit ihren Geschwistern? So? Sehr eng, gerade mit der jüngsten Schwester. Mhm. Das war ein sehr enges Verhältnis. Also sie hatte immer Verständnis und war immer liebevoll. Und, Also es gab diese Drucksituation, Sie wussten das auch, aber Sie dachten, okay, im Kreis der Familie hat sie sich ja eigentlich wieder gefangen. Ja. Und dann kam ein Samstag, Sie waren arbeiten. Es war genau eine Woche später. Ja, und dann haben Sie einen Anruf von Ihrem Sohn bekommen. Ja. Erzählen Sie mal. Mein Sohn wohnte in der gleichen Wohnanlage, also in so einer Studentenwohnanlage wie seine Schwester, weil er sein Studium dann auch, also stand kurz vor Beginn des Studiums. Und er rief mich an und ich guckte aufs Handy, sah seinen Namen und dachte, jetzt musst du ihm aber direkt signalisieren, hast keine Zeit, bist bei der Arbeit. Ich musste nicht jeden Samstag arbeiten und dachte, dass er hat es vielleicht vergessen so, und ruft mich dann an. Und dann habe ich aber gleich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Er sagte, ich glaube, mit Sarah stimmt was nicht. Warum war er denn beunruhigt? Er war beunruhigt. Er erzählte mir dann, dass er am Abend zuvor bei ihr war, in ihrer Wohnung, und es ihr nicht gut ging. Und dann hat er gesagt, er kommt doch mit zu mir. Wir kochen was und essen zusammen. Und so in der Annahme und Hoffnung, dann sie wieder aufzubauen. Er wusste natürlich auch, unter welchem Stress sie in dem Moment stand. Und dann sagt er aber,
er hat sie dann verabschiedet um 21 Uhr. Und am nächsten Tag, an dem Samstag, wollte er nachfragen, wie geht es dir denn heute? Und sie hat das Telefon nicht angenommen, dann ist er rübergegangen. Und er hat auch, ist nicht an die Tür gekommen. Und dann wurde er unruhig. Und er ist so ein ganz besonnener, also ganz ruhiger. Und nicht gleich aufgeregt. Genau. Und ich hatte das Gefühl, ja, ich muss ihn jetzt beruhigen. Es wird schon alles okay sein. Hat Sie das denn trotzdem, auch wenn Sie nach außen beruhigt haben, innerlich schon unruhig gemacht, dass ausgerechnet Ihr besonderer Sohn jetzt plötzlich Sorgen hat? Oder also ich glaube, dass ich so ziemlich vom ersten Moment an, da wusste ein Teil von mir, es ist irgendwas passiert. Okay. Aber der Teil, der war noch so klein, dass ich den noch im Zaum halten konnte. Und ich wollte das einfach nicht hochkommen lassen. So nach dem Motto, was nicht sein darf, was ich nicht angucke, das kann auch nicht sein. Und ich habe ihn beruhigt und habe gesagt, ach, du kennst ja deine Schwester, die ist schon mal ganz spontan, die wird bestimmt einfach zu ihrem Freund gefahren sein oder so. Da wird schon alles in Ordnung sein. Und dann? Wie ging es dann? Und dann rief er mich wieder an und sagte, nein, ich weiß nicht. Dann habe ich gesagt, vielleicht, du hast so einen Schlüssel. Warum gehst du nicht einfach und guckst nach? Und der sagt aber, nein, sie hat einen Schlüssel von mir, aber ich nicht von ihrer Wohnung. Und ich bin heilfroh heute, dass er diesen Schlüssel nicht hatte. Sie sind ja dann auch mit Ihrem Mann dorthin gefahren. Ja. War das während der Fahrt auch immer noch so, dass der beruhigendere Teil in Ihnen die Oberhand hatte? Oder ist der, ich stelle mir das so vor, wie das in so einer Ungewissheit ist, dahin zu fahren? Das ist ziemlich hin und her gesprungen in mir. Ja. Da war immer noch dieser Teil, der hoffte, es ist alles in Ordnung. Und da war der andere Teil, der schon Bescheid wusste. Wir fuhren über die Autobahn und ich weiß noch genau, an welcher Stelle der Autobahn wir waren, als ich dachte, ach, ich möchte sie unter einem Baum beerdigen. Das war so klar auf einmal, so, sie ist nicht mehr da. Ich wusste das einfach. Und dann kam wieder, ach nee, es ist alles gut und na, drück weg. Und dann, ja, und je näher wir kamen, desto mehr kam dieser andere Teil hoch. Und wir waren fast an der Wohnung. Da sah ich durch die Bäume schon die Feuerwehr und oder ein Rettungsfahrzeug, Polizeifahrzeuge. Und ich dachte noch so, Mensch, wer bezahlt das hier eigentlich? Das ist doch alles nur ein Fehlalarm. Die kommen da jetzt hin, machen die Tür auf, sind mit allen Leuten hier und müssen wieder wegfahren. Das war so, man hat so ganz irrationale Gedanken in so einem Moment. Und als Sie es dann realisiert haben, ich meine, das ist ja etwas, was wir uns alle gar nicht vorstellen können, genauso wie das, was Sie erlebt haben. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, und man will es sich eigentlich auch gar nicht vorstellen. Konnten Sie das überhaupt begreifen, was da passiert? Das kann man auch nicht realisieren in dem Moment. Das ist einfach ein Schock, der in jede Körperzelle geht und das kann man überhaupt nicht begreifen. Das kann kein Mensch. Also ich kann mich interessanterweise an ganz viele Einzelheiten aus dieser Zeit erinnern. Es ist, als wenn so eine Kamera so 200 Bilder in der Sekunde macht. Und ich kann zum Beispiel mich erinnern an einen jungen Polizisten, der mir die Nachricht überbrachte. Es war so ein bisschen wie in einem Krimi, wie man das so kennt, wie solche Botschaften überbracht werden. Und als er seinen letzten Satz anfing, da wusste ich schon, dass dieser Satz kann kein gutes Ende nehmen. Und ich kann mich gut erinnern, dass es war ein junger Polizist in ihrem Alter, vielleicht sogar noch jünger, der diesen Job hatte, mir das jetzt zu sagen. Und es liefen Tränen über sein Gesicht und tropften auf seine Uniform. Das habe ich wie so in Zeitlupe wahrgenommen in dem Ganzen. Und ja, danach weiß man eigentlich gar nichts mehr. Hatte sie denn einen Abschiedsbrief hinterlassen? Die Polizei gab mir später schickte mir einen Brief zu, so einen verschlossenen braunen Umschlag. Da stand dann Abschiedsbrief drauf, den hatten sie im Papierkorb gefunden. Und da drauf stand nur ein Satz, den hatte sie in kleinen Buchstaben geschrieben. Es tut mir so leid. Das war ihre Botschaft an mich. Und ich dachte, ja, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Ich bin sicher, sie war so ein Familienmensch. Sie wusste, dass sie uns
unglaublichen Schmerz damit antun würde. Ich meine, wir sind heute häufiger schon an dem Punkt gewesen, wo wir uns gefragt haben, was hält einen in so einer Situation? Ne? Wie geht es denn dann überhaupt weiter? Ja? Bei Ihnen, was Sie gehalten hat, als Sie in dieser persönlichen Krise waren, was Sie gehalten hat. Was war das bei ihr? Bei mir war es tatsächlich auch genau der Gedanke. Ich habe mich auch sehr stark damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn ich aufgebe mit den Kindern. Also im Grunde genommen genau andersrum. Und das hat mich dann aber immer gehalten und mich doch kämpfen lassen. Ich glaube, ich kann den Kindern diesen Schmerz einfach auch nicht antun. Wie wichtig waren die Kinder, die ja noch da waren, dann auch für Sie im Weiteren? Die waren zweifellos ganz wichtig in dem Moment auch. Für mich waren sie ein Grund, da zu bleiben. Weil ich am Anfang nicht wusste, ob ich das überleben kann. Also es war eine Freundin zum Ort des Geschehens gekommen und ich fragte sie, kann ich das überleben? Ja. Und sie sagte ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und das war eine super ehrliche Antwort. Ja, und ich wusste am Anfang auch nicht, ob ich das überhaupt überleben wollte. Und ich weiß, dass es Phasen gab, wo ich eigentlich hinterher wollte. Herr Jung, warum ist es für Angehörige und für alle Menschen drumherum oft auch so schwierig, eine Depression zu erkennen? In dem Fall lag natürlich nahe zu denken, das ist jetzt eine Stresssituation, da kommst du wieder raus. Es ist sicher so ein Dysstress, kein Eustress, kein guter Stress, aber es gehört dazu. Du bist stabil genug, du kommst raus, die Geschwister sind da, wir sind drin. Und das erkennen zu müssen, wir müssen wissen, ich will jetzt keinen Volkshochschulvortrag halten, 80% aller Suizide findet vor dem Hintergrund einer chronifizierten oder einer aktuellen Depression statt. Das macht die Depression so außerordentlich gefährlich. Die Familie ist meistens die allerletzte, die das begreift. Und wenn eine Tochter auch noch wieder auf tapfer macht und fährt wieder zurück, unendlich schwer. Und dann kommt natürlich dazu, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Der Tod durch Suizid, das löst Schuldgefühle aus. Auch Wutgefühle, Trauer, eine ganze Melange von Gefühlen. Ist unsäglich schwer. Oft wird es auch noch tabuisiert in frommen Todesanzeigen und so. Man muss sich dem stellen. Und das finde ich natürlich besonders erschütternd, dass sie eigentlich selber sich gefragt haben, soll ich überhaupt noch leben? Wofür? Wofür? Dass selbst Kinder mal in so einer Situation nicht mehr unbedingt erhalt sein können. Das ist eine existenzielle Situation. Aber dass sie es geschafft haben, Hut ab, Frau Söcher, Hut ab. Was ist denn mit Ihrer Familie passiert? Jetzt war ein wichtiger Mensch plötzlich nicht mehr da. Wie hat das ausgestrahlt, auch in Ihre Familie hinein? Also es hat eine große Hilflosigkeit zur Folge gehabt, weil ja, wir waren irgendwie alle... Wir wussten nicht mehr, wo oben und wo unten ist und... Haben Sie denn über Sarah geredet oder hat das zu viel Schmerzen ausgelöst? Wie sind Sie damit umgegangen, Sie selbst? Ich habe sehr viel über sie gesprochen. Und mir hat das sehr geholfen. Ich hatte dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen. Also ich habe die ersten Tage im Bett verbracht, sitzend mit Laptop und Handy und habe alles organisiert. Ich war immer das Alpha-Tier in der Familie, für meine Kinder auch. Und deswegen ja, war das für mich auch klar, so, ich muss da nach vorne und ich habe jetzt was, um das ich mich kümmern muss. So. Und viele meiner Kolleginnen damals haben mich per E-Mail kontaktiert oder auch Freunde. Und ich fand das sehr angenehm. Also da kamen dann vorsichtige Nachfragen und ich konnte mir da einfach sitzen und konnte schreiben. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tat. Es ist so rausgeflossen. Und im Schreiben habe ich vieles reflektieren können oder auch begonnen, so ein bisschen zu begreifen jedenfalls. Und es war auch gut, dass das Umfeld sich nicht weggeduckt hat. Ne? Nee, das war sehr gut, ja. Einige haben es gemacht, einige habe ich dann nicht wieder gesehen. Und andere waren ganz mutig und sind gekommen. Und das war wirklich toll, ja. Was passiert denn in Familien, wenn ein wichtiger Mensch auf diese Weise geht?
Es ist wie wenn in einer Textur ein Riss, ein Loch entsteht. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Das Familiensystem ändert sich. Das ist ein Schicksalsschlag. Es schlägt wie ein Meteor, schlägt es ein. Wie haben Sie sich denn verändert seitdem, wenn Sie es beschreiben würden? Das Leben im Hier und Jetzt, auf jeden Fall. In dem Moment, und zwar in... Das hat angefangen schon in der Zeit, als das Ereignis gerade gewesen ist. Da habe ich gemerkt, ich kann nur in diesem Augenblick leben. Weil wenn wir so einen Schock erleben, glaube ich, dann setzt das Oberstübchen auch aus. Also das Denken funktioniert dann nicht mehr so richtig. Und ich habe wirklich aus meinem Herzen heraus gelebt und gefühlt, vor allen Dingen gefühlt. Und ich habe sehr früh gemerkt, wenn ich das hier überleben will, wenn ich da einigermaßen rauskommen will, dann muss ich Ja sagen zu der Situation, die ich jetzt habe. Die normale Reaktion ist ja immer, nein, will ich nicht, kann ich nicht. Und ich habe ganz bewusst Ja gesagt und habe nicht zu dem, ich habe es niemals gut gefunden, nicht, dass das jemand falsch versteht, sondern es ist so, dieses Annehmen, diese Hingabe, und dieses Annehmen des eigenen Schicksals, um zu sagen, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich nehme das ganze Paket mit allem, was dazugehört, mit allen Gefühlen, die dazugehören. Ich durchlebe die, ich schiebe die nicht in der Ecke und kümmere mich mal später drum, sondern ich will das jetzt haben, ich will es. Ich stelle mich. Ja. Ich denke auch, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Kind vor dir die Welt verlässt. Ja. Ne? Und ich denke mal, viele vielleicht haben auch ein Schamgefühl und wollen gar nicht darüber sprechen. Also ich kann nur von mir sprechen und sagen Sie auch, das Allerwichtigste ist, nicht in sich hinein sich zu verstecken, sondern wirklich versuchen, darüber zu sprechen und die Dinge zu verarbeiten. Es muss ja irgendwie weitergehen. Ne? Also irgendwo was Positives suchen, finde ich ganz wichtig. Ja. Wie geht es Ihnen denn heute, 6 Jahre nach? Ich bin im Leben zurück, ja. Meine Tochter ist immer ein Teil meines Lebens. Ja. Im Außen brauchte ich erst ein ganz großes Bild. Also bei der Abschiedsfeier für sie hatten wir so ein ganz großes Bild auf einer Staffelei. Mhm. Das hing eine ganze Zeit bei mir im Wohnzimmer. Und dann wurden die Bilder ein bisschen kleiner. Hingen natürlich nur andere Bilder von ihr, aber sie sind weiter ins Herz gewandert. Genau, sie ist weiter da und darüber bin ich sehr stark mit ihr verbunden. Sie ist immer nur ein Gedanken weit von mir entfernt. Also sie ist nicht in irgendeinem fernen Himmel für mich, sondern sie ist hier und sie ist um mich herum und sie ist bei mir. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben Ihre Gedanken auch mal für sich formuliert. Von dem, was Sie formuliert haben, haben Sie auch etwas mitgebracht. Vielleicht können Sie uns da einige Gedanken oder uns an einigen Gedanken teilhaben lassen. Wenn Sie möchten. Sehr gerne. Ja. Mhm. Was ich dir noch sagen wollte, mein Kind. Mann, ich wollte noch so viel mit dir erleben. Ich wollte dich ungezählte Male in den Arm nehmen und dein Haar küssen und wollte deine Hände nehmen und einfach halten, während wir uns gegenüberstehen und über Gott und die Welt reden. Ich wollte deine Pläne hören und dir Mut machen, deinen Ängsten zu begegnen. Ich wollte dir den Rücken stärken und der Wind unter deinen Flügeln sein. Ich wollte deine Kinder auf meinen Hüften tragen und sie lieben und verwöhnen und noch mal jung sein mit ihnen. Und eines fernen Tages wollte ich dankbar meine Augen schließen, wissend, dass es ein volles, ein reiches Leben war. Verdammt, es tut immer noch so weh, all das, was jetzt nicht mehr geht, loszulassen. Ich will dich hier bei mir haben, ich will dich fühlen, riechen, hören. Und doch weiß ich, es gibt keine Trennung, nur Liebe. Du bist immer da. Die Liebe, die uns verbindet, endet nie. Du bist immer da? Ja. Was bleibt von dir also? Die Liebe, die wir füreinander hatten, die ist unzerstörbar. Das ist mir bewusst geworden. Ganz plötzlich, es war wie so eine Erleuchtung. Ich saß auf dem Sofa und war traurig und dachte und wusste nicht ein und aus. Und dann sprang ich auf und
hatte wirklich das Gefühl, wow, die Liebe, die wir zueinander hatten, die ist immer da, die kann ja nicht weggehen, die wird immer bleiben. Und es ist meine Aufgabe, diese Liebe zuzulassen und zu fühlen und nicht immer an den Orten suchen, wo sie nicht ist. Ne, nicht in ihrer Kleidung und in ihren Sachen und so weiter, da ist sie nicht. Sie ist auch nicht auf dem Friedhof für mich. Da gehe ich also eigentlich ganz, ganz selten hin. Den brauche ich nicht, den Ort. Und wie ist das, wenn Sie, wir haben ja gesagt, wie wichtig Ihnen Familie ist. Wie ist das, wenn Sie heute an einem Küchentisch sitzen mit Ihren Kindern um Sie herum? Es ist immer noch wunderschön. Und ich, wenn wir Familienfeiern haben, also jetzt meine Kinder sind alle schon ausgezogen und gehen ihrer Arbeit oder ihrem Studium nach in anderen Städten, und wenn sie dann zusammen, wenn wir zusammenkommen, das ist leider nur noch 2-3 Mal im Jahr zu den Festen, aber ich sehe Sarah immer dazwischen, sie ist da, sie sitzt mit am Tisch weiterhin, und das wird immer so sein. Familie, was uns eint, was uns entzweit. Vielen Dank an unsere Gäste und heute ganz besonders an unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann nochmal mit der Sendung Pulverfass Erbe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Und danke Ihnen wirklich dafür, auch Frau Michalke nochmal, dafür, dass Sie hier waren und sich so geöffnet haben. Dankeschön.